dann angekommen, eben am 29. Wir sind super empfangen worden. Es war die Reise im Vergleich zum Oktober, wo ich da war, ein bisschen unkomplizierter und es ist alles ein bisschen flotter am Flughafen gegangen. Das sind ja meine dritten Spiele, wo ich dabei sein darf und ich muss sagen, das ist bis jetzt das schönste Dorf gewesen, was ich erleben darf. Und es ist alles schön kompakt, wir sind mitten in den Bergen, es sind die Häuser total gut aufgeteilt, man hat kurze Wege, was vor allem für einen Athleten sehr wichtig ist. Und ja, vor allem die Bobbahn ist sehr nahe. Es ist auch so ein kleiner Steingarten, wo du halt durchspazieren kannst. Und ich habe wirklich sehr Glück mit einem sehr sonnigen Zimmer. Und das genieße ich sehr, dass die Sonne mal ins Zimmer scheint. Ja, es ist ein schönes Gefühl. Ich werde alles geben und freue mich dann auf einen schönen Wettkampf. Und man muss es einfach ein bisschen passieren lassen. Es ist sehr kalt, aber wir sind ja gut ausgestattet mit Kappen und Handschuhen. Und wir sind es eigentlich gewohnt. Wir sind ein Wintersportart. Olympia-Eis, sagt man, ist immer spröde, kalt und trocken. Und da werden wir nie reifige Bedingungen haben. Und so ist es halt jetzt auch. Also das Eis hat heute minus 10 Grad gehabt. Es ist sehr kalt, es wird spannend. Man muss sehr, sehr präzise fahren, wirklich von Kurve 1 bis Kurve 16. Und es wird sehr interessant und sehr spannend.